Dritter Tag, Demut und Größe. Bereits als junger Priester war Karol Wojtyła ein Mensch, den man oft auf Knien betend und meditierend antraf. Darüber sagte er später: Mein Vater war ein außergewöhnlicher Mensch. Wenn ich als Kind nach dem Tod meiner Mutter manchmal nachts wach wurde, sah ich meinen Vater knien. Ich sah ihn auch immer in der Kirche knien. Die schlichte Tatsache, ihn knien zu sehen, übte einen entscheidenden Einfluss auf meine frühen Jahre aus. Mutter Maria. Der heilige Papst Johannes Paul II. War ein Mensch der Demut, der täglich lange in der Anbetung kniete und seine Inspiration sowie die Antworten auf seine Fragen vom eucharistischen Herrn empfing. Bitte für uns bei deinem Sohn Jesus, dass auch wir ihn oft vor dem Tabernakel aufsuchen und ihm unser Leben, unsere Pläne und unsere Sorgen anvertrauen. Amen. Vater im Himmel, wir danken dir für den guten Vater, den du dem heiligen Papst Johannes Paul II. Geschenkt hast. Erlaube, dass auch wir den uns Anvertrauten ein gutes Vorbild sein und ihnen christliche Heiligkeit vorleben. Amen. Heiliger Papst Johannes Paul II., du warst ein zutiefst innerlicher Mensch. Deine Größe bestand darin, vor deinem Herrn und Gott zu knien und wie der Prophet Samuel zu beten: Rede, Herr, dein Diener hört. Halte Fürsprache für uns, dass der Heilige Geist unsere Augen und Ohren der Seele öffne. Erinnere uns jeden Tag daran, unser Leben in die Hände Jesu Christi zu legen, unseres Herrn und liebsten Freundes. Amen. So segne euch auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria und des heiligen Johannes Paul, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.